Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Nachtaufnahme ist erstmal wieder vorbei und nachdem ich gestern total müde und leicht unverdient die letzten beiden Spiele gewonnen habe, wobei ich glaube, das vorletzte Spiel habe ich dann einfach nur als Glücklicherer im Elfmeterschießen gewonnen, das war okay, aber das letzte Spiel habe ich etwas glücklich gewonnen. Wobei man auch da sagen muss, da hat die Umstellung vom 4-2-3-1 aufs hat noch 88, nein, noch 89, okay. Können wir eigentlich langsam mal die Fiddy geben? Einfach weil wir genügend Fitnesskarten haben. Ja, genau, da hat die Umstellung aufs 4-1-2, 4-1-2-1-2 ziemlich geholfen gehabt. Und dann, ja, haben wir doch noch ein ganz gutes Spiel in der zweiten Hälfte hingelegt. Ich will jetzt konzentriert spielen, verdient gewinnen. Ich will jetzt jedes Spiel gewinnen. Ich will abgehen. Ich will geil sein. Ich will gut spielen. Come on, konzentriert spielen. Ich werde jetzt hier diese Doppelaufnahme machen. Also wieder zwei Spieler. Dann werde ich einmal eine Runde essen. Das ist ein krankes Team. Auch wenn er nur Rafinha als rechter Verteidiger hat. Man hat er da bitte nicht Second Info vom Kimmich. Kann natürlich sein, dass er den auswechselt. Ja, da Cavani, Neuer, Boateng, war das Pogba? In von Pogba auf jeden Fall mehrere Millionen wert, dieses Team. Herzlichen Glückwunsch. Und wir versuchen trotzdem mal zu gewinnen. Oder gerade deswegen. Um ihm zu zeigen, dass ein millionenschweres Team nicht alles ist. Ich meine, so schlecht ist unser Team jetzt auch nicht. Schön gemacht mit Gulam. Oh. Haben wir uns ganz blöd ins Ausgedreht. Erstmal raus damit. Oh, leider ist Brozovic nicht sehr schnell. Merkwürdige Ballannahme. Haben wir mal ein bisschen hin und her gespielt, bis wir dann mit Brozovic einen relativ guten Abschluss hinbekommen. Und dann legen wir den einfach mal Neuer ins Tor, würde ich sagen. Nice, schöner Anfang. Sehr gut. So darf es gerne losgehen, aber er war auch meinem Geschmack nach zu passiv in der Defensive. Wieder gut. Da habe ich nicht hingepasst. Ich glaube, da war abgefälscht dabei. Oh, ich wollte natürlich wieder mal die Schusstäuschung machen. Und auch da stehen wir wieder ganz gut. Schade. Wäre jetzt auch ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich, wenn wir jetzt hier direkt noch das Zweite herlegen mit Brozovic, aber vielleicht mit Icardi. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr auf Icardi zu flanken, weil er eigentlich einen total krasse Kopfballwerte hat. Benatia geht natürlich auch. War eigentlich auch wieder eine schlechte Idee, der Pass, aber er geht leider durch. Boah Gott, die muss er natürlich machen. Es wäre zu unverdient, weil meine Spieler wieder einfach weggehen, während einer durchrennt. Das kotzt mich so an, aber es kotzt jeden an. Wie sie ihn einfach durchlaufen lassen. Ich kann dann halt nichts mehr machen. Was soll ich da machen? Da stehen halt, weiß ich, der läuft an vier, fünf Spielern vorbei, gefühlt. Der muss einfach nur einer mal oder alle versuchen, mal das Bein dazwischen zu bekommen oder so, wie es halt normale Spieler machen würden. Vielleicht muss ich auch auf so einen Spieler dann noch wechseln. Ich weiß es nicht, aber das ist wieder relativ passiv.
Auf den wollte ich auch nicht passen. Keine Ahnung, was das werden sollte. Das ist ein bisschen aktiver, wie es aussieht. Schade. Eigentlich muss er den auch machen, aber macht er auch nicht. Also hier muss es eigentlich 1-1 stehen. Es gefällt mir gar nicht, wie oft wir jetzt am Gegner hängen bleiben. Pass kommt wieder zu spät. Auch das gefällt mir nicht. Ist doch kein Foul. Soll er mit einem bestimmt wieder durchrennen? Nee. Also so trotzdem schießen, okay. Er hat natürlich aus seinem Fehler gelernt, er ist nicht mehr so passiv wie am Anfang. Aber ich mache ständig Abspielfehler. Was ist denn los mit mir? Also ich spiele gerade nicht mehr so gut. All diese Abspielfehler dürfen nicht passieren. Es ist auch so dicht hier. Ich habe zu tun, dass ich... nicht in den Gegner reinrenne. Alter, was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, als wenn der einen Spieler mehr hätte. Das ist die erste Halbzeit. Schade, das hätte es 2-0 sein können. Nicht müssen, standen halt viele Spieler da, aber können. Aber es könnte hier auch locker 2-2 jetzt stehen. Also die Führung ist nicht verdient, auch mit der Chance jetzt am Ende. Zwei-zwei wäre, denke ich, ein gerechtes Ergebnis. Also unentschieden. So, wir konzentrieren uns. Ich will natürlich trotzdem gewinnen. Und ich will jetzt vor allem, dass es dann auch ein verdienter Sieg ist, weil ich die zweite Hälfte wieder dominiere. Probieren wir mal.
Ich überlege halt echt, ob ich auf eine andere Formation wechsle, weil ich hier so beschissen durchkomme. Einfach keine wirklich geilen Anspielstationen. Weil das nächste Mal Pause ist, stelle ich andere Formationen ein, weil das funktioniert einfach nicht. Es klappt also so überhaupt gar nicht. Das gefällt mir nicht. Ich will nicht warten, bis ich das Gegentor fresse, bevor ich das mache. Noch eine Ecke geschenkt, ey. Was für ein Dreck. Interessant, dass es kein Foul war. Beim letzten Tor fressen, das ist meine Schuld. Ich hätte klären können, aber er läuft ins Aus, danke. Er wollte wahrscheinlich eine Ecke haben. Ja, das war der Plan. Genauso wollte ich ihn spielen, den Ball. Perfekt. Oh, schade, der wäre sogar noch rein. Interessant, dass es kein Foul war. Ist immer noch keine richtig verdiente Führung, muss ich zugeben. Aber ich nehme es trotzdem mit. Gegner hat halt zwei Riesenchancen, die er eigentlich machen muss. Spiele ich auch im 4-2-3-1. Ich hatte das schon mal. Ich glaube, das erste Mal in FIFA 18 gegen einen anderen gespielt habe, der das 4-2-3-1 gespielt hat, habe ich auch Probleme gehabt. In meiner Formation, in meinem 4-2-3-1.
Fuck, das war knapp. Das war eigentlich schon wieder getunnelt. Danke, das war einfach nur schlecht. Wenn der Pass halt besser kommt, fuck man. Darf ich halt den Ball nicht nochmal verlieren. Sehr geil, schön im Abseits. Okay, jetzt den Ball nicht nochmal verlieren und hier 1-0 gewinnen. Oh, ich habe doch nur schon drei. Ich hatte wieder auf Passen gedrückt und es passiert nichts. Oh Gott, er hätte einfach nochmal in die Mitte passen müssen. Ist dann einer komplett frei. Und jetzt verlieren wir bitte den Ball nicht nochmal. Deckel drauf. Und ich denke, jetzt. Ich hatte auch eine große Chance. Der Gegner hatte zwei große Chancen. Ich denke, es ist okay, dass ich gewonnen habe, aber nicht in der Höhe. Ich darf halt nur mit einem Tor Vorsprung gewinnen oder so. Aber ein knapper Sieg ist okay. Weil ich halt auch einfach meine Chancen genutzt habe und der Gegner nicht. Wobei, das ja war eine gute Chance. Das erste Tor von Brozovic war halt schon eigentlich fast ein Distanz drüber. Trotzdem, Deckel drauf, gewonnen. Nice. Und solche, das ist halt wichtig, dass man auch solche Spiele gewinnt. Das ist ganz wichtig. Und der Gegner war jetzt nicht klar besser oder so. Gerade jetzt durch dieses letzte Tor von mir noch. Aber muss auch zugeben, wahrscheinlich hat mir dieses 1-0 das Spiel deutlich leichter gemacht. Wobei man auch sagen muss, der Gegner hat das schlecht verteidigt beim 1-0. Er hat zu passiv verteidigt. Er ist dann besser geworden, er ist dann aggressiver geworden. Aber da hat er halt einfach den Schuss zugelassen, weil er zu passiv war. Mit seinen Verteidigen, Vorlagen. Ulam und Torreira. Oh, wir haben Gold 3, fällt mir gerade auf. Sehr gut. Und jetzt die restlichen Spiele noch gewinnen und alles ist perfekt. Ach, Torreira verletzt. Zwei Spiele, Knie. Vielleicht haben wir da ja auch was zur Heilung fürs Knie. Können wir eigentlich auch gleich gucken. Ja, wir haben Knie einmal, sehr gut. So, jetzt bitte noch ein Sieg mit der Bundesliga und dann gibt es erstmal eine Essenspause. Für mich. Ihr könnt ja währenddessen essen. Bayern-Trikot, aber trotzdem wahrscheinlich kein Bundesliga-Team. Hybrid, ein bisschen Bundesliga ist mit drin. Oh, sieht man selten im Sturm, das müsste Benteke sein. Nee, Quatsch. Ist Benteke? Ne Quatsch, ich meine auch nicht Benteke, ich meine Lukaku, genau. Schön gemacht mit Goretzka. Ja, Reus lässt sich auch einfach nicht so angenehm dribbeln wie Ribéry. Da merkt man auf jeden Fall, dass er einen schlechteren Dribbelwert hat. Obwohl er geboostet ist mit Engine, kann natürlich sein, dass noch irgendwelche Attribute etc. dazukommen, die dafür sorgen. Schöner Pass auf Werner. Oh, ich wusste nicht, dass er das macht. Ich wäre durch gewesen. Das kann man aber nicht ahnen in dem Moment. Ärgerlich. Er macht doch viele Fehler im Aufbau, das gefällt mir schon mal gut.
Oh nein! Ich habe ihn schön ausgedribbelt und dann ins Aus. Oh, was macht er denn jetzt? Ach, dann macht er fast noch einen Fehler. Jetzt macht er sogar noch den Fehler. Krass. Hat sich richtig gelohnt. So ein Ding muss Reus halt machen, ne? Wenn er hier sich gegen Ribéry durchsetzen will. Da hat er eigentlich den besseren Schuss. Hat definitiv nicht das bessere Dribbling. Aber wenn er solche Dinger halt nicht macht, und er fühlt sich definitiv auch nicht so gut an wie in FIFA 17, dann wird es wahrscheinlich wieder Ribéry werden. Reus war ja auch relativ teuer, von daher. Mein Gefühl sagt mir da auf jeden Fall, dass Ribéry sich durchsetzen wird. Jetzt nimmt er sich aber seine Pause. Okay. Oh, Sokrates, wie kannst du denn den daneben setzen? War, glaube ich, auch ein CPU-Kopfball, weil ich hatte, glaube ich, einmal Lenkung gesteuert. Scheiße, ich wollte warten, bis Reus vorbei ist und dann auf Reus spielen. Hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, Reus. Das hat er leider gut gemacht, wie er mit Lukaku den Ball protected und wartet, bis Costa anläuft. Ich dachte halt, er macht das, um selbst sich dann zu drehen und zu schießen und nicht um Costa da ins Spiel zu bringen. Wenn ich das gewusst oder gesehen hätte, dass Costa da in Position läuft, hätte ich mich auf die andere Seite orientiert. Aber ich denke, es ist generell sehr schwer zu verteidigen. Tja, da hat er so viel Scheiße gemacht in seinem Spielaufbau und so schlecht gespielt die ganze Zeit. Und dann macht er halt einmal was gut und trägt das Tor. Das ist immer ärgerlich. Aber wir haben jetzt auch keine fette Torschance generiert gehabt selber, deswegen. Schade. War leider die beste Chance im Spiel und der nutzt sie. Aber es ist erst ein 1-0. Die funktionieren richtig kacke, die Flanken in FIFA 18. Sehe ich keinen Foul. Das ist natürlich wieder Luck. Schlechte Idee, da zu passen. Das müsste Abseits sein. Das ist kein Abseits. Krass, sie wollen echt ins lange Eck lupfen. Hätte auch fast geklappt. Leider gedeckt. Okay, aber scheint schon mal nicht kurz zu gehen. Das ist schön. Schade, hat er gut zugestellt. Vielleicht muss ich auch mal ins 4-1-2-1 so gehen. Aber ich habe noch keine wirklich gute Torschance generiert. Oh, wieder der. Egal. Wieder auch sehr defensiv, würde ich sagen. Schlecht gedribbelt. Ball wieder geholt. Schade.
in die Ecke und jetzt gehe ich aufs 4-1-2-1-2. Ja, Schussstatistik zeigt dann auch immer, ob man gut zum Abschluss kommt oder ob man überhaupt zum Abschluss kommt, und das bin ich ja nicht. Ich glaube, ich werde Goretzka hinten lassen, fällt mir gerade so ein. Warum packe ich ihn immer Tolisso nach hinten? Goretzka ist hinten besser und Tolisso nach vorne besser. Ich lasse es jetzt so. Sehr schön von Kimmich. Idiot, ich Idiot. Werner läuft da perfekt durch. Ich muss nur auf Werner passen. Und dann ist wahrscheinlich da ein Tor drin. Aber ich habe es zu spät gerafft und habe dann mit Reus geschossen, leider. Ja, ich glaube, die Formation funktioniert besser. Schade, dass ich da nicht auf Werner passe. Das war halt ein großer Fehler. Fuck. Werner läuft da perfekt durch. Aber ich habe halt nicht gedacht, dass er da perfekt durchlaufen kann. Ich dachte halt, der Gegner verteidigt den Spieler, also den Werner. Deswegen habe ich halt mit Reus geschossen. Das war halt ein Fehler. Fuck. Das wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr schöne Abschlusssituation gewesen. Und wahrscheinlich das 1-1. Aber egal, dann machen wir es jetzt. Er nimmt sich wieder seine Zeit, wie es aussieht. Wir haben noch alle Zeit. Ist nur ein Tor. Schade. Das war gut gespielt, das war leider gut gespielt. Schade. Ach, wie gesagt, ich muss mir einfach vorhalten, dass ich diesen Laufweg von Werner nicht sehe. Das war mein Fehler, sonst wird es halt jetzt hier nicht 2-0 stehen. Das muss ich mir leider ankreiden. Und jetzt wird es natürlich sehr schwer, hier noch zwei Tore zu schießen. Ist nicht unmöglich, aber es wird sehr schwer, weil der Gegner auch jetzt total defensiv schon die ganze Zeit spielt. Das Quäntchen Glück scheint mir auch gerade so ein bisschen zu fehlen. Schöner Seitenwechsel.
Was? Oh mein Gott! Die passen aber halt auch gerade wieder zu spät. Mann, Mann, Mann. Oh, was ist los? Das gibt's doch nicht. Alles klappt bei dem. Ich sage ja, das Quäntchenglück fehlt mir auch gerade in dem Spiel. Nee, nicht, dass der hier wirklich besser spielt als ich. Eigentlich finde ich sogar, es ist ein relativ ausgeglichenes Spiel, für gefühlt. Aber er hat halt einfach zwei super gute Torschancen rausgespielt und fühlt absolut verdient. Obwohl es sich nicht so anfühlt, als ob er hier auch nur ansatzweise besser wäre. Und wie gesagt, wenn ich das Ding mit Werner mache, oder auf Werner passt, ist es wahrscheinlich das 1-1. Oh, und dann haut er so eine Scheiße raus als Pass. Ich sag ja, das Quäntchenglück, was man dann braucht, um in 2-0 noch zu drehen, das fehlt dann einfach. Aber ich bleib dran, ich versuch's. Ich habe noch Zeit. Aber wir kommen jetzt auch nicht mehr zur Abschlusssituation, genau wie in den anderen Formationen. Haut doch mal nicht diese Scheißpässe raus. Och Mann! Und dann entscheide ich mich einmal für eine Grätsche und die kommt natürlich nicht. Aber der Pass vom Gegner wäre eh nicht angekommen. Wie viel Pech kann man denn haben? Wenn ich da nicht gegrätscht hätte, hätte ich mich wahrscheinlich, wäre der Pass wahrscheinlich angekommen und ich hätte mir gedacht, ah, Scheiße, hättest du mal gegrätscht. Auch nicht besser durch. Ich überlege, ob ich wieder zurückwechsle. Bin ich wenigstens besser über die Außen gekommen. Das darf nicht funktionieren, müssen nicht so viel was reinziehen. Wir werden leider verlieren und wie gesagt, das ist absolut verdient. Ich hätte halt diesen Laufweg von Werner an oder sehen müssen. Schön, dass wir uns hier auch nicht durchsetzen beim Kopfball. Das kann doch nicht sein, dass wenn ich meine Schusstäuschung ansetze, der Gegner einfach das Scheißding rausklären kann. Das passiert doch sonst nicht. Habe ich mir überlegt, wie viele Aufbaufehler der am Anfang gemacht hat. Und jetzt führt er hier 2-0. Keine Ausdauer mehr, man merkt's.
Elfmeter gibt natürlich nicht. Ich sag ja, das Quäntchenglück fehlt dann halt auch noch. Wir verlieren leider zu Recht, wir verlieren absolut verdient, leider. Ich hätte diesen Laufweg von Werner sehen müssen. Das hätte quasi unsere spielerische Qualität wieder egalisiert und gleichgestellt, aber sowas einfach scheiße gespielt von mir. Und da reicht es dann halt einfach nicht aus. Es ärgert mich, weil ich denke halt, wie gesagt, der Pass von Werner, normalerweise sehe ich sowas und deswegen ärgert mich das sehr. Ja, ich hoffe, das bleibt eine Ausnahme und die restlichen 9 Spiele gewinnen wir. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Ich esse erstmal was und dann geht's weiter. Tschüss, tschüss.